Hallo zusammen, Thorsten hier von Garzeit. Ich zeige euch heute einen absoluten Klassiker. Wir machen nämlich ein Senfei. Also los geht's. Ich fange an mit den Kartoffeln. Ich habe vorwiegend festkochende Kartoffeln. Wenn ihr einen Schnellkochtopf habt, dann nutzt den. Der Vorteil ist, dass es natürlich schneller geht. Also Kartoffeln brauchen sonst vielleicht 20 Minuten, im Schnellkochtopf etwa 12. Und zum anderen bleiben natürlich durch die kürzere Garzeit die Vitamine erhalten. Deckel drauf. Wir geben ein bisschen Sellerie zu den Kartoffeln. Dann grob würfeln. Ein bisschen Wasser drauf. Eine Prise Salz dazu. Und was auch ganz gut ist, ist eine Prise Zucker. Ich habe einfach immer braunen Zucker in das Glas getan, damit ich es nicht verwechsel mit dem Salz. So. Und Deckel drauf und weich kochen. Vielleicht 10 Minuten. Und dann zuletzt das Herzstück, die Velouté. Also eigentlich eine Mehlschwitze, hat man früher gesagt. Wir nehmen hier ein bisschen Butter. So. Dann die gleiche Menge Mehl dazu. Und jetzt vorsichtig Hitze dazu. Also ich würde sagen, wenn ihr ein Kochfeld habt, was bis 9 geht, dann geht auf Stufe 5 bis 6 erstmal. Die Butter soll schmelzen und verhindert, dass später das Mehl verklumpt. Als Würzmittel und auch für die Deko, weil das einfach schön aussieht auf dem Teller, wickel ich etwas Speck oder Landschinken in diesem Fall um so einen Servierring. Und es braucht etwa 12 Minuten bei 160 Grad. Okay. Hier sehen wir schon, wie sich schön das Mehl mit dem Fett verbunden hat. Also eine der französischen Grundsoßen. Also wer sich dafür interessiert, kann mal gucken. Es gibt 5 französische Grundsoßen. Was wir heute machen, ist eine davon. Wenn das Mehl zusammen mit der Butter eine schöne Farbe hat, es soll nicht zu dunkel werden, dann lösche ich ab mit einem guten Fond. Ich habe hier ein Hühnchenfond genommen. Und davon gieße ich jetzt gut so 200 bis 300 Milliliter drauf. Wenn ihr zum Beispiel eine Soße anbinden möchtet mit Stärke, habe ich hier auch. Kann man später auch machen, wenn man merkt, es ist einfach nicht dick genug. Eine Soße braucht ja eine gewisse Bindung, nehmt Stärke. Und auch hier ist das Problem, wenn man die Stärke direkt reingibt in die Flüssigkeit, entstehen Klümpchen. Also vorher mit etwas kaltem Wasser einfach einrühren. Jetzt gebe ich so viel Hitze dazu, dass es einmal aufkocht. Denn dadurch, durch die große Hitze, fängt die Bindung eben auch an. Um die Eier jetzt wachsweich zu kochen, brauchen wir genau 7 Minuten. Nicht 6, nicht 8, genau 7 Minuten. Und die Soße müssen wir zum Schluss noch abschmecken mit Salz und ein bisschen Zucker. Das waren unsere Kartoffeln. Jetzt sieht man, dass der Druck noch aufgebaut ist. Entweder man wartet ein bisschen, bis er sich von alleine abbaut, oder unter kaltem Wasser abschrecken, dann geht es etwas schneller. Manche Leute versuchen das dann auf Teufel komm raus trotzdem aufzumachen. Das ist nicht gut. Also warten. Bin übrigens jetzt ganz drin. Jetzt können wir es ganz leicht aufmachen. Wir haben vorwiegend festkochende Kartoffeln, das heißt relativ viel Stärke. Falls ihr so ein Gerät noch nicht gesehen habt, eine Kartoffelpresse, die kostet nicht viel, vielleicht 10, 15 Euro. Und ist aber im Prinzip die einzige Möglichkeit, um wirklich ein feines Püree herzustellen, ohne dass man einen Mixer benutzen würde. Als nächstes geben wir den fertig gekochten Sellerie zu den Kartoffeln. Zum Schluss wird das Püree einfach nur noch mit etwas Butter und Milch oder Sahne angerührt und gewürzt. In der Zwischenzeit gucke ich schon mal auf die Soße. Also an der Velouté sieht man jetzt, sie ist schön eingedickt und hat überhaupt keine Klümpchen, obwohl ich jetzt auch nicht großartig gemixt habe. Es ist einfach nur eben durch das Fett mit der Butter schön langsam angeröstet, ohne dass es zu stark Farbe nimmt, dann den Fond drauf und gut ist. Unsere Velouté werden wir jetzt zum Abschluss bringen mit einem kleinen Schuss Sahne. Ein bisschen Senf, ich nehme scharfen Senf, ihr könnt auch milden Senf nehmen. Ganz zum Schluss auch noch ein Spritzer Zitronensaft. Der Schinken ist auch fertig.
Dann haben wir alles fertig, dann können wir anrichten. Dann geben wir jetzt ein bisschen von dem Forellenkaviar drauf. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert uns kostenlos unter diesem Link. Ihr findet Garzeit im Internet, bei Facebook, bei Instagram. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.